Stopp, ich muss noch das Pausebild wegmachen. Hier war ich stehen geblieben. Die zwei sind schon mal down. Der Gürtel ist schlecht. Ne, kriegt so ordentlich Verteidigung, aber weniger Angriffskraft. Hä? Ja, ich bin im Senat geworden. Nee, nicht in den Senat reingehen. Rausgehen, da gehen dann irgendwo vorne, bevor die Plattform zu Ende ist. Dort, wo diese, bevor du da zu dieser großen Statuette gehst, zwei Treppen links und rechts nach unten. Ne? Ach, und da unten? Okay. Ja, da kannst du auch Material fürs Lichtschwert kaufen und so weiter. Apropos, das muss ich schon wieder aufrüsten. Ich war jetzt hier, ich will jetzt dahinter gehen. Läuft um einer rum.
Okay, das ist schon down. Was ist das? Codex-Eintrag, Kettlergilde der Migranten. Okay. Geradeaus war der letzte. So, und bitte auch. So. Jetzt habe ich nur noch Hauptquest vor mir. So, und hier unten will ich noch aufdecken. Also so viel Zeit muss sein. Jetzt wird noch da oben was zum Aufdecken. Aber hier kommen wir zur Hauptquest weiter. Und zwar da nach oben. Ja.
Sicherheitstür. Kapatonka, chisa bicha wanki chi atocha. Hagua Bontago, Chubalong Haku. Kilia umpasa dobiska, wumpa hupa. Agent Galen, ich glaube, ich habe unseren Dieb gefunden. Holt euch die gestohlenen Entwürfe und eilt zurück. Es gab eine erhebliche Sicherheitsverletzung. Ich kehre so schnell wie möglich zurück. Verstanden. Galen Ende. Liska Chenaga Ima Che Choran Chike. Wajineko Higa Danoila Oka Kisa Spida Per Popa. Ukle Ugo Chesko Pakurta Kliska Taka Yakoska. Erzählt mir von euren Auftraggebern, dann könnt ihr gehen. Handi Kwa Hai Kuma. Wajineko, Higa Danoila, Oka Kisa, Spida per Popa. Oh, ich muss zur schwarzen Sonne zurück, er wird mich verarschen. Oh, Wama Wanka Mituske, Owana Tablota, Wijawa. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welchen Ärger ihr verursacht habt. Jiliska Chenaga Ima Che, Choran Chike. Sofern alles, was ihr mir erzählt habt, wahr ist, sind wir fertig miteinander. Ashuna Zayala. Ukle Ugo Chesko Pakurta. Kliska Taka Yakoska. Na gut. So, da oben gab's noch was zum Aufdecken. Das machen wir jetzt. Derzeit kann der Droide Edelstein ersten Grades auf Zeltos wird ein großes Parsok-Turnier, bla bla. Es regnet Schätze, Einfluss plus 26. Machen wir das da. Lange geht das? 3 Minuten? Das geht auch 3 Minuten? Ja, alles. Das geht auch wieder. Wo weißt du eigentlich dem Druiden sowas aber zu? Ja, wenn ich B drücke. Kommt auch immer drauf an, was du gewählt hast. So, die Typsis kann ich auch alleine wegbomben. Nee, da oben ist der Weltboss, deswegen gehe ich dort nicht hin. Nee. Ich bin ja nicht lebensmüde. Thank you.
das Teil. Genau. Die Quest ist abgegeben. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Und ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Zwei Feuerknoten. Okay. Und gleich weiter geht's. Tschüssikowski. Der Gebrauch des Lichtschwerts ist Kunst und Wissenschaft zugleich. Wir können jederzeit zusammen üben. Sollte ich überlegen, ich hatte hier irgendwo 18er. Das war alles Ausbilder. Das war Aussehen. Crewfähigkeit, nein. Cyberhändler. Handwerk. Oh Gott. Waren die Lichtschwert-Typsis? Was haben wir hier? Gildenregister, Fähigkeitsmänner. Nee, ich will nicht verlernen. Vergiss es. Stufe 18. Sicherheitstokenhändler, da gehen wir gleich hin. Das Tokenhändler. Modifikation 10, 14. Nee, gut, dann kann ich erstmal nichts machen. Sicherheitstokenhändler, wo war der jetzt? Hier. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? Nein, Farbmodul weiß-tiefrot. Wird beim Aufnehmen gebunden ein Farbmodul mit der Primärfarbe weiß und der Sekundärfarbe tiefrot. Eingebaute Farbmodule werden bei der Extraktion zerstört und können nicht mehr verwendet werden. Es ist möglich, Farbmodule vor der Verwendung in der Vorschau zu betrachten. Kostet 5000 STRG und das zeigt mal her. Ach, das ist... nee. So oft, wie ich meine Klamotten wechsle, vergiss es. Exchange Bandit. 1,5 Millionen. Maus-Druide. Was ist das? Rhythmus-Aufwertungs-Druide. Nochmal Wand-Safe, nee. Seht euch ruhig um. Aber ich verkaufe hier ein bisschen was. Seht euch ruhig um. Militärausrüstung Rang 3. Du hast derzeit keine Gefährten. Ah, okay.
dann heben wir den noch raus. Ich habe gute Zulieferer. Ich verkaufe nur die besten Waren. Seht euch ruhig um. Dann haben wir hier alles. Annehmen. So, jetzt kann ich das mit dem Gefährten hier machen, oder? Ne, personalisierter Thermoanzug. Ich weiß nicht, für was der gut ist. Weißt du, brauchen wir einen später vielleicht? Keine Ahnung. Gibt's einen beständigen Thermoanzug? Keine Ahnung. Ich schieb den einfach auf. Hallo, Leflana Gano. Ich habe euch gesehen, sie wachsen in der Truhe. Wo mich hineindrehen. Das war alles, Minister. Ihr könnt gehen. Da kommt die Snitch. Captain Winbarn hat sich bei mir gemeldet. Ihr habt einen Angriff vereitelt, der Tausende das Leben gekostet hätte. Leider seid ihr auch im Besitz einer Holo-Aufzeichnung, die besser vernichtet wird. Der Inhalt würde nur Schaden anrichten. Ihr habt ein Verbrechen begangen, Senatorin. Glaubt ihr wirklich, dass ihr damit durchkommt? Es gibt so vieles, das ihr nicht versteht. Der Jedi-Orden hat uns mit dem Wiederaufbau Coruscants allein gelassen. Mein Konkurrent bei der Wahl war ein widerwärtiger Kerl. Faul, dumm und korrupt. Er hatte kein Interesse am Aufbau, nur an Credits. Ich musste gewinnen. Aber ich war nicht so begütert wie er. Als diese Verbrecher an mich herantraten, nahm ich ihre Spende an. Und ich würde es wieder tun. Es ist nicht zu glauben. Nach allem, was geschehen ist, gebt ihr immer noch nicht zu, einen Fehler gemacht zu haben. Ich habe keinen Fehler gemacht. Wenn ihr die Leiden dieser Welt mit angesehen hättet, die Armut und die Verzweiflung, dann wüsstet ihr es. Ich habe Credits von diesen Verbrechern genommen, um Coruscant für das Volk wieder aufzubauen. Ich werde die Händlergilde der Migranten zur Rechenschaft ziehen. Ihr habt das in der Hand, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Lasst mich den Wiederaufbau dieser Welt zu Ende bringen. Bitte zerstört diese Aufnahme. Oder? In Ordnung, Aufzeichnung zerstören. Dunkle Punkte. Nein, die Wahrheit muss ans Licht. Helle Punkte. Man sieht mir die Korruption an, wenn ich dunkel werde. Aber nö, so eine Snitch. Wenn ihr das Volk von Coruscant wirklich liebt, werdet ihr zugeben, was ihr getan habt. Lasst die Leute selbst entscheiden, ob sie euch vergeben oder nicht. Ihr meint, ich wäre unehrlich? Ich bin einfach nur Realist. Aber mit euch zu diskutieren bringt ja nichts. Ich werde euch nicht zwingen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich werde ein Notfalltreffen des Senats einberufen. Sagt ihnen die Wahrheit, lasst sie entscheiden. So ist es am besten. Ich behalte die Aufzeichnung. Ihr verdient eine harte Strafe. Coruscant wird wieder aufgebaut, ob mit oder ohne euch. Ich werde dabei helfen, zu beenden, was ihr begonnen habt. Vielleicht solltet ihr kandidieren. Oh, ich als Kanzler, glaube ich. Ich werde dafür sorgen, dass euer Heldenmut am alten galaktischen Markt gebührend gefeiert wird. Lebt wohl. Kaffee-Rülpser. Oh, der muss raus. So, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Egal. Ich habe nur die Hauptquest. Nice. Bin ich falsch? Oh nö, ich muss die ganzen. Oh, bitte. Einmal durch den ganzen Senat, bitte. Wie viel Holokron hast du hier schon eingesammelt? Zwei. Ich drei. Ich habe heute wieder eins gefunden und zwar wieder ein räudiges Jump'n'Run, wo du einfach nicht stehen bleiben darfst. Oh, ich hasse so eine Jump'n'Runs. Nee, warte mal, hier bin ich doch richtig.
hier geht's rum. Ich habe eure Dateien, aber dem Dieb ist es gelungen, eine entschlüsselte Kopie an die schwarze Sonne zu übermitteln. Krant, startet ein Diagnoseprogramm. Findet heraus, was in diesen Dateien war. Ihr habt die gestohlene Militärhardware gefunden. Gut, wir brauchen sie. Während ihr fort wart, ist Dr. Tarnes entführt worden. Das ist das sicherste Gebäude auf ganz Coruscant. Überall sind Wachen. Die Wachen hatten keine Chance. Wer auch immer die Entführer sind, sie wussten genau, wo sie zuschlagen mussten. Ein Sicherheitsteam unter Kiras Führung hat die Verfolgung aufgenommen. Doch die Entführer haben sich getrennt. Moment, ich empfange ein Signal. Agent Galen, ich habe die Kerle festgenagelt, aber sie wollen nicht aufgeben. Ja, Kira in Gefahr. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch in Schach halten kann. Oh, klar. Sie steckt in der Klemme. Sie braucht Verstärkung. Sagt mir, wo ich sie finden kann. Kiras Notruf kam vom Raumhafen. Die Entführer versuchen vielleicht, den Doktor von hier wegzubringen. Ihr müsst die Entführer aufhalten, ehe sie mit Dr. Tarnes entkommen. Beeilt euch! Warte mal, es wird mit eins angezeigt. PvP-Missionsterminal, ne? Ob das Senatsgebäude in den Filmen wirklich so hier drin aussieht? Naja, wir haben mehrere Ausschnitte aus dem Senatsgebäude, müsste man theoretisch einfach naja, mal zusammenschneiden. Man sieht halt den großen Verhandlungsraum, wo alle Senate oder Senatoren zusammenkommen. Und dann sieht man halt nur mal vorne das Teil und vielleicht mal eine Landeplattform. Ich rede jetzt halt nur von den Filmen. Okay, hier heißt einer Nico. Makro-Fernklasse-Mission. Kann ich nicht machen, schade. Jedi-Tempel warst du schon, oder?
Ja. Da bin ich gerade drin. Gerade noch rechtzeitig. Die Leute hier haben Mut, aber wir sind geringfügig in der Minderheit. Da sind mehr als ein paar schießwütige Kerle auf dieser Startrampe. Die Entführer drohen damit, Dr. Tarnis zu töten, aber sie könnten bluffen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie ihn überhaupt haben. Bluff oder nicht, der Doktor ist in Gefahr. Also, wie gehen wir vor? Ich kann es nicht riskieren, dass sie Tarnis töten. Wir machen es auf die harte Tour. Dann solltet ihr nicht allein gehen. Ich habe mir einen Tarnfeldgenerator aus Agent Galens Büro geborgt. Er macht mich praktisch unsichtbar. Ich schleiche mich zuerst rein und wenn ihr angreift, überrasche ich ein paar von denen. Was meint ihr? Das kommt mir sehr gelegen. Klasse. Jetzt seht ihr mich? Jetzt nicht mehr. So ein Ding ich nehme ich meine auch Position haben. Ein und warte auf euer Signal. Lasst uns den Doktor retten. Ich will auch unsichtbar werden. Aber in real life. Ich will so ein Ding. Wir müssen dahin. Aber hier kann man bestimmt wieder Bonus-Optionen. Sag ich ja. Zwei, drei, vier, fünf, das wären dann achte und die dort noch, gut, dann haben wir alle Zähne. Eines Tages kriege ich euch. Er hat meinen Tarnfeldgenerator zerstört. Naja, es hat jedenfalls Spaß gemacht, solange es gedauert hat. Ist Teamarbeit nicht toll? Ihr habt euch wie ein wahrer Jedi benommen, Kira. Moment, davon brauche ich ein Holo. Das will ich Meisterin Kiwiks vorspielen. Kein Zeichen von Dr. Tarnis. Das gibt der Sache irgendwie einen Dämpfer. Wir waren die Köder. Jetzt werdet ihr euren kleinen Doktor nie wiedersehen. Scheiß Jedi. Ach wirklich? Gebt mir eine Minute mit diesem Kerl. Ich bring ihn zum Reden. Kann ich zu dir mal, wenn der Freund von Jason da ist, brüllt die Mama mich an und der Besuch darf machen, was er will. Mama sagt, es soll mich nicht in seine Unterhaltung reinhängen und er darf das, ich will, du dir bitte. Wie fern?
willst du Derek immer an, wenn Jasons Freund da ist? Ihr habt eine Minute und nicht länger. Die Sache ist die, er muss gar nicht reden. Nicht, wenn ich einfach seine Gedanken lese. Was? Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Raus! Der Doktor ist im Hauptquartier der Schwarzen Sonne. Sala hat ihn. Lasst mich in Ruhe! Billige Schurken glauben einfach alles. Das kann doch nicht sein. Ich kann keine Gedanken lesen, Blödmann. Ihr habt mich ausgetrickst. Vor allem... Hast du ja bestimmt gerade mitgekriegt. Der große Post, das auch noch öffentlich im WhatsApp-Status. Das heißt, es gibt gleich wieder Stress von der Alten. Hat wieder Grund mehr rumzuschnauzen. Oh Mann, ey, was ist denn heute für ein Tag? Freitag. Wenn der zu mir kommt... Wo ist dieses Drecksding? 5 Minuten suche ich noch danach, gebe ich auf. Weißt du, wo das ist, auch wenn du gerade mit Besonderes beschäftigt bist? Ich muss dort Leute wegklatschen. Irgendeiner von denen hat das. Ich mache mal eine ganz kurze 5 Minuten Pause, damit ich das mal klären kann. Ja, klar. Ja, weil das kann nicht sein. Vielleicht wird der Große dann von heute zu morgen hier bleiben. Mal schauen. Also bis gleich. Ja.